Die Idee, kleine Wohnungen mit Konsumentenkrediten zu finanzieren, ist naheliegend. Funktionieren doch Immobiliendarlehen unter 50.000 Euro nicht ganz so toll. Wie sie doch funktionieren, in einem separaten Video nochmal genauer erklärt. Nun, aber Konsumentendarlehen sind die schlechteste Variante, die ich davon nehmen kann. Besser sind eben im separaten Video erwähnt die ganzen anderen Varianten, zum Beispiel das Blankodarlehen. Der Vorteil von Blankodarlehen gegenüber dem Ratenkredit ist einfach, ich habe eine längere Laufzeit, ich habe eine wohnwirtschaftliche Verwendung und es riecht nicht nach Konsum, so wie beim Konsumentendarlehen, auch wenn die Schufa nicht zwischen Blankodarlehen und Ratenkredit unterscheiden kann, sofern das Blankodarlehen überhaupt eingetragen wird. Vereinzelt gibt es nämlich auch Blankodarlehen, die gar nicht in die Schufa eingetragen werden. Bei den Konsumentendarlehen habe ich immer eine hohe Rate. Ich habe immer ein Darlehen, das ist schlecht umschuldbar ist in eine wohnwirtschaftliche Immobilienfinanzierung, da es eben Konsum war. Es funktioniert schon, zum Beispiel mit Kapitalbeschaffung, mit freier Verwendung sowas umzuschulden. Aber wenn ich es grundschuldbesichert, also klassischerweise wohnwirtschaftlich umschulden will über eine Kapitalbeschaffung, dann muss ich immer sehr, sehr argumentativ rangehen und genau zeigen mit dem Zeitpunkt, dass es hier auch wirklich wohnwirtschaftlich verwendet wurde, weil ein Konsumentendarlehen normalerweise gar nicht zulässig ist, dass es für Immobilien eingesetzt wird. Wenn ich natürlich so ein Konsumentendarlehen mit freier Verwendung habe, dann ist zwar eine Bedingung irgendwo kleingedruckt ausgeschlossen, dass es für Immobilien verwendet wird, aber geprüft hat es ja nachher niemand, dass es funktioniert in der Praxis schon. Allerdings, wenn Blankodarlehen gehen und die gehen häufig bei Bestandsimmobilien mehr als ein Jahr, kann ich dann die neue Immobilie entsprechend über so ein Blankodarlehen finanzieren oder es gibt vereinzelt eben auch Blankodarlehen, dann muss ich keine Bestandsimmobilien haben und kann damit eine kleine Wohnung finanzieren. Wann macht es besonders viel Sinn? Vielleicht, wenn ich Richtung 30.000 oder noch kleiner unterwegs bin mit dem Darlehen, wenn ich schon 45.000 Kaufpreis habe, ja, dann mache ich, wie in dem anderen Video beschrieben, dann zum Beispiel noch eine Modernisierung, die ich mitfinanziere oder eine Abtretung von Kaufnebenkosten, in Bauspare etc., um die 50.000 Euro Grenze zu heben oder die Alternative auch im Video nochmal genau erklärt. Ich gehe zum Beispiel in eine 90% Finanzierung rein, weil ich da eine breitere Bankauswahl habe und dann gibt es auch Darlehensgeber ab 25.000, schon teilweise ab 5.000 oder 10.000 bei den Bausparkassen, die Grundschuld besichert, bereit sind entsprechend solche kleinen Darlehen zu vergeben. Konsumentendarlehen, das ist die letzte Variante, um Wohnungen anzukaufen. Das ist eigentlich nur eine Notvariante. Wenn ich Fix und Flip mache mit kleinen Wohnungen, ja, dann kann ich über ein Konsumentendarlehen gehen. Da gibt es auch welche mit einer 100% Sondertilgungsoption. Ansonsten habe ich im Konsumentendarlehen ja 1% Vorfälligkeit. Also klar, ich könnte hergehen, erstmal anfinanzieren ein Jahr und dann umschulden. Aber ständig Konsumentendarlehen aufnehmen, wieder zurückzahlen, ist auch keine so gute Lösung. Also möglich ja, in Einzelfällen auch sinnvoll. Klassischerweise sind die anderen Varianten entsprechend zu bevorzugen, die da sind. Kapitalbeschaffung auf Bestandsobjekte, Blankodarlehen, 90% Finanzierung, Heben mit Bausparen über Nebenkosten in Bausparer einzahlen der 50.000 Euro Grenze oder Heben der 50.000 Euro Grenze über Modernisierungsmitfinanzierung.